Twitch Clips Germany. Okay, Leute, wir gucken uns die neue Folge von Twitch Clips Germany jetzt an. Ah, da ist es doch. Undankbar glücklich heißt die Folge. Undankbar glücklich heißt sie. Folge 163. Da könnt ihr es sehen. Okay, legen wir los. Hallihallo, meine Lieben. Und hallo und herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany. Schön, dass ihr da seid. Hihi. Nyan, nyan. Das war richtig E-Girl-Style. Okay. Gleich nochmal eins vorab. Nehmt's mir nicht übel, dass man im Hintergrund ein bisschen das Rauschen hört von der Klimaanlage. Anders ist es heute nicht auszuhalten. Wir haben heute 37 Grad. Ich habe hier fast 30 Grad in meinem Zimmer. Anders geht's nicht, ne? Normal ist, wie gesagt, ist eher ein bisschen ruhiger, aber heute ist es halt mal so. Los geht's! Hört auch gerne bei React Clips Germany vorbei. Da gibt's Reacts von verschiedenen Streamern zu den Folgen. Link in der Beschreibung. Da habt ihr's. What the fuck, was war das? Oh mein Gott! Wie viel ist da gerade passiert in einem Augenblick? Oh Gott. Aber genau so könnte es auch bei mir sein. So sah das bei mir auch immer aus, wenn ich, wo ich noch Warzone gestreamt habe, ne? Genau das Gleiche. Egal, was ich gemacht habe, ich bin immer gestorben und immer durch irgendeine Scheiße. Weil sonst, eigentlich war ich nämlich sehr, sehr gut. Aber ich fühle dich. Ich fühle dich. ATB playing. Stark. Und kreisen die Arme wieder nach hinten. Wichtig ist einfach hier, die gesamte Muskulatur. Oh mein Gott! Aufzulockern. Oh Mann, Alter. Ich Warte, ich glaube, ihr habt es nicht richtig gesehen. Ich muss ganz kurz die Kamera wechseln. Alter, er erinnert mich gerade daran, dass ich einen Sportstream noch machen muss, ne? Er erinnert mich einfach daran, dass ich noch einen Sportstream machen muss. Und kreisen die Arme wieder nach hinten. Wichtig ist einfach hier, die gesamte Muskulatur. Oh Mann, Alter. Nicht nur, weil wir dann eine bessere Durchblutung haben, sondern auch eine bessere Trainingsleistung erzielen können. Und natürlich sinkt auch die Verletzungsgefahr. Aber ich glaube, das ist jedem. Er ist ein echter Profi. Er ist ein echter Profi. Er zieht einfach durch, ne? Als ob nichts gewesen wäre. Stark. Stark. Alive. Ein Produkt. Poppy Playtime. Habe ich auch noch vor mir. Muss ich auch noch spielen. Habt ihr euch auch sehr oft gewünscht. Namens automatische Hühnertür, Hühnerklappe, Hühnerstall, Hühnerhaltung. Für welches Tier ist dieses Produkt geeignet, laut offizieller Produktbeschreibung? Natürlich für die Ente! Perfekt, da sehe ich mich drin. Amazon. Einfach Amazon. Wer kennt's nicht? Nein, doch. Oh. Ah, cool. Das war ja ein cooler Schnitt hier gerade noch. Sehr nice. Haben sehr viele drin, sowas, ne? Einfach nochmal so kleine Clips zwischendurch. Ist cool. Let's go. Oh, Super Mario World. Nice, aber kein Kaizo, ne? Wow. Danke fürs Timing. Hä, warte, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Jetzt nicht einfach nur ganz normal runtergeflogen? Was war da? It was at this moment that he knew. He fucked up. Wow. Danke fürs Timing. Hä? Habt ihr das verstanden gerade? Ach so! Der Sound, war das ein Sound Alert? Habe ich das gerade nicht Warte mal, war das ein Sound Alert? Das habe ich jetzt gerade gar nicht verstanden. Hey, die Dummen, Dankeschön für dein Follow. Willkommen. Es war ein Sound Alert. Ach so. Oh mein Gott. Was? Okay, das war sehr gut getimed. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe die Woche auch einen Clip von mir eingereicht. Den Sound Alert von meinem Spider-Man-Clip. Wenn das richtig gut geclaimed ist. Wenn das richtig gut getimed ist, ist das wirklich richtig funny. Sehr geil gemacht. Und auch ein cooles Orle, ja, finde ich auch. Mit diesem Retro-Ding. Ja, wie geil. Ich dachte gerade, das wäre von Clippy reingeschnitten worden. Wie gut. Helly Grüße aus dem 48-Stunden-Dienst vom Rettungsdienst. Oh, du Arme oder Armer. Bei der Hitze heute. Und dann bei 48 Stunden. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Okay, dann ist es geil. Dann ist der Clip geil. Dann fühle ich's. Dann ist es geil. Ich dachte gerade so, hä, er ist einfach nur runtergefallen. Hä?
It was at this moment that he knew. He fucked up. Das ist es perfekt, wow. Es ist perfekt. Sehr geil. Das ist Timing. Hello, can you hear me? Ich komme in den Keller, Leute! Hilfe! Ich bin im Keller! Rettet mich! Oh, hilf ihm doch! Nee, ich bin draußen im Garten, alles gut, ich bin safe. Manda! Die Reaktion ist stark. Aber krass, hä? Ghost Watchers kenne ich auch nicht, das Spiel. Sieht ein bisschen aus wie, ich dachte gerade ganz kurz, es wäre Ding. Phasmophobia. Ich dachte, es wäre Phasmophobia, ne? Hallo, wie kannst du... Stark. Wer mitmachen möchte, haut Ausrufezeichen Chat in den Play. Könnt ihr euch auch noch was zum Pinkeln holen, statt zu trinken, ne? Nadine stinkt. Nadine stinkt gar nicht, weil Nadine war heute rauchen. Nadine war... Okay, Nadine war heute rauchen. Sie riecht nach Blümchen. Zu duschen. Und heim ist der Raucher. Perfekt. Okay, bei mir klingt es eher wie eine abgestochene Ziege, aber das... Okay. Ja, es funktioniert, glaube ich, nicht. Scheiße. Ich glaube, die haben da alle nachgemacht von dem einen Clip mit der Ziege und sowas, ne? Ich glaube, die haben das alles versucht nachzumachen, wenn mich nicht alles täuscht. Raucher stinken gibt's ein nices Lied, by the way. Ah, ja, ne? Ich bin auch kein Fan von dem Geruch, aber so ist es halt, ne? Ausrufezeichen Chat in den Play, genau. Mach das mal rein. Ähnlich wie Phasmo. Muss ich mir mal angucken. Habe ich noch nicht gesehen, ne? Cool. Ghostwatchers, das Phasmo nur fiese. Bin ich mal gespannt. Gucke ich mir vielleicht mal an. Ah, Niki, die kenne ich jetzt auch inzwischen, ne? Hab ich gestern reingefolgt in ihren Stream. Gestern habe ich erst reingefolgt, weil sie auch immer so nett auf meine Clips reacted hat, ne? Finde ich voll sympathisch. Habe ich gestern mal reingeguckt in den Stream. Oh lol, guck mal, die gehen da wirklich ohne Köpfe wieder raus. Und ich hänge hier noch mit meinem Caesar Chicken Wrap, Freunde. Den lasse ich mir nachher erstmal schmecken. Was ist denn das für ein Spiel? Was ist denn das für ein Spiel? Endling Extinction? Extinction is forever. What the fuck? Was ist das für ein Spiel? Hä? Okay, dann wird mir mein Chicken Wrap natürlich auch noch schmecken. Yo, da fliegen echt die Köpfe. Mit meinem Caesar Chicken Wrap, Freunde. Geil, den lasse ich mir nachher erstmal schmecken. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Hi, ich kann mich nicht kleiner machen. Ah, ich hab... Au! Oh, okay. Hallo, das war ein Stuhl. Didn't notice? Flip your phone over. Okay. Okay. Ah, ach, ja. Mhm. Oh mein Gott, wie gottlos ist er gerade hops genommen worden. Okay, das hätte ich mal richtig hops genommen. Stark, stark. Hätte er einfach so einen Bildschirm genommen und den umgedreht. Wäre auch gegangen, oder? Das ist geil, das ist witzig. Bildschirm hier jetzt furzen zu können? Oh, boah, wenn er jetzt noch gefurzt hätte, wäre es der Clip des Jahres. Boah, das wäre so stark gewesen. Wenn er beim Aufstehen noch einen fahren lassen hätte. Das wäre stark gewesen. Das Furzlied ab. Vergiss nicht. Jetzt von Tic-Tac-Toe von Spotify. Alexa? Alexa! 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 Oh mein Gott. Wer von euch hat eine Alexa zu Hause? Ich muss jetzt aufpassen, weil ich habe auch eine. Das ist so schlimm. Das Ding reagiert manchmal so random. Das reagiert manchmal so random auf irgendeinen Scheißdreck, wo du nichts gesagt hast. Und dann kommt auf einmal so aus dem Nichts einfach diese Antwort von Alexa. Entschuldigung, das weiß ich nicht.
Hätte mich jetzt gewundert, wenn sie jetzt was gesagt hätte. Aber es ist echt so, das kommt so oft, das ist teilweise so schlecht einfach. Ich kann ihn so fühlen, ich kann ihn so fühlen. Das ist ein cooler Clip. Nein, bitte hör auf. Oh, herrlich. So, weißt du, so ohne alle gehen wir einfach in die Mitte der Zone und warten hinter dem Felsen. Und das sind sehr, sehr gut ausgerüsteten Finalspieler. Ihr könnt auch hupen, wenn ihr F drückt, ne? Ey! Ey! Nicht dein Ernst. Ich wollte schon aussteigen. Nee, ich wusste das nicht mit dem Auto. Nicht dein Ernst, halt, spiel ihr das alles zum ersten Mal? Stark. Der ist stark, das ist geil. Auch hops genommen. Richtig, richtig gut. Oh. Stark. Oh nein. Du bist aber auch eine Mimose. Du. Das sehe ich aber. Oh. Ja, das ist jetzt RIP. Wow. Oh, du bist so stupid. Ich, weißt du. Das ist gar nicht mal so ungefährlich, ne? Zum Glück war es nur ein Tuch. Wenn da deine Haare reinkommen, RIP. Deswegen immer, Freunde. Wenn ihr irgendetwas mit rotierenden Geräten macht, tragt ein Haarnetz. Wenn ihr lange Haare habt. Ihr dürft es auch machen, wenn ihr kurze Haare habt. Aber ist nicht so cool. Ungefähr dreimal gesehen und jetzt das kapiert. Echt? Oh Gott. Yo, Chiggy, danke schön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Danke. Das ist echt lieb von dir, Mann. Es ist immer schön, sowas zu hören. Keine Handschuhe tragen in der Bohrmaschine. Genau. Genau so. Es kann sich immer was reinwickeln. Bohrmaschine, egal was. Da muss man echt vorsichtig sein. Wirklich. Das ist echt nicht ohne. Also wenn die Haare reinkommen, RIP, ne? Und du hast Teig in den Haaren. Muss auch nicht sein. Aber immer woanders hingeschaut und dann dachte ich, das wäre einfach nur der Teig. Ah, ja gut. Dann sieht man es nicht, ne? Dann sieht man es nicht. Was magst du lieber? Kakao mit Marshmallows oder Milch? Wow. Ja, ich verstehe, also wer, hä? Das, Milch ist doch halt schon in Kakao mit Marshmallows drin, also natürlich Kakao mit Marshmallows, ich bitte dich. Hä, oder mich? Mich? Oh mein Gott! Please. Hä, aber sie hat sich so undeutlich ausgedrückt, ich habe auch Milch verstanden. Habt ihr auch Milch verstanden? Ich habe voll Milch verstanden gerade. Kakao mit, oh mein Gott! Ich habe voll Milch verstanden, mich! Milch! Okay, ich hab auch Milch verstanden. Ich glaube, ganz ehrlich, die meisten Sachen entstehen daraus, dass man dich nicht gut versteht. Ich hab verstanden, Milch. Ey, jeder hat Milch verstanden. Guten Abend, Blex, moin. Oh, The Last of Us. Ah, shit. Oh, lol. Ai. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Bundesjugendspiele oder was? Der war cool. Der war geil, der Clip. Der war nice. Der hat mir gut gefallen. Sehr geil. Mir geht's gut, Plex. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Das war gerade echt geil. Was ist das? The Quarry. Oh, das werden wir dann bald anfangen, ne? Bin ich auch mal gespannt. Von Marty. Oh, er ist hübsch und dumm. Scheiße, ey, voll mein Typ. Ah, fuck, nee, passt nicht bei mir. Scheiße, ich bin nicht hübsch. Oh. Das war's. Aber ich bin dumm, okay? Matti, hier bin ich. Nein, Spaß, ich hab schon meine Tummy. Sorry. Bin schon vergeben. Aber ich bin dumm. Damit kann ich pumpen. Okay, Mauki. Unter 1000 Euro, damit kann ich auch natürlich meine monatlichen Hyaluron- und Botox-Spritzen nicht mal bezahlen. Also. Okay. Man kennt's. Ich bin nicht anders als ihr, doch reduziert mich auf den kleinsten Teil in dieser Zeit, wo die Hoffnung nur ein Funken bleibt. Und in dieser Zeit sehne ich mich nach Menschlichkeit, die mir Wärme gibt und mich von jeder Einsamkeit befreit. Lass mir Zeit, lass mich atmen für den einen Moment, in dem ich leben möchte, weil das Feuer weiter brennt. Weil mich keiner kennt, weil keiner diesen Stress versteht, in dem ich täglich lebe und es einfach nicht mehr weitergeht.
Oha, wenn das Freestyle war, dann war das gottlos gut. Wenn das Freestyle war, dann, es war so schon ganz gut, aber Freestyle wäre es natürlich extrem krass. Habt ihr den Chat gelesen? Irgendwas mit Papa, ne? Los, Carsten, zeig uns was. Viele bereits zum Klippen, bla bla bla. Jupp, passt so, Papa. Da stand, los geht's, Daddy. Ich dachte, da steht vielleicht, aber könnte schon sein, dass Freestyle ist, oder? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob das Freestyle war oder nicht. Also wenn das Freestyle war, dann war das mega, dann war das richtig gut gerade. Möchte, weil das Feuer weiter brennt, weil mich keiner kennt, weil keiner diesen Stress versteht, in dem ich täglich lebe und es einfach nicht mehr weitergeht. Stark. Und der Ansage, ich müsse mich auf die Aufgaben nicht vorbereiten. Das klingt merkwürdig. Oh, The Legend of Zelda, welchen Teil? Das klingt halt so wie, naja, wir wollten halt nur ihr Allgemeinwissen abfragen. So, ja, darauf wäre ich gern vorbereitet. Entschuldigung. Das klingt halt so wie, naja, wir wollten halt nur ihr Allgemeinwissen abfragen. So, ja, darauf wäre ich gern vorbereitet gewesen. Zum Beispiel, wie viele Bundesländer hat Deutschland? Verdammte Axt. 12. Nee, oder? Das hat er nicht gewusst, oder was? Hä? Wie viele Bundesländer hat Deutschland? So, Chat, jetzt seid ihr gefragt. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Also, wenn einer das falsch jetzt reinschreibt, dann raus mit dem! Big Man, bann den weg! Nee, also weiß jeder, oder? Hallo? 3. 12. Hey, okay, das muss man echt wissen, ne? Also, sorry, das muss man wissen. Also, warum hat er das nicht gewusst? Oder hat er das, war das ein Spaß? Ne, er wusste es bestimmt, ne? Er wusste es wahrscheinlich. Mit Malle, ja, mit Malle 16, ja, genau. Malle sind 16 dann. Bayern, und, ja, nee, 16 stimmt. Bayern rausrechnen, Malle wieder drauf, 16. Doch, geht auf. 16. Alles gut. Ist schon richtig. Ist das richtig? Nee, ist falsch, ne? Ich kenne mich so schlecht aus. Deutschland, Bundesländer. Wie viele haben wir denn? 12? Warum steht das hier? 16! 16? Wow, ich hätte gedacht, ich liege um 1 oder 2 daneben, aber nicht um 4. Wow, oioioioi. Gut, 16, wie ich gesagt habe. Alter, das ist hart. Mit denen. Oh dear, wie dear. Den Göttern sei Dank für diese Brusthornmauern. Habt ihr es gerade verstanden? Muss ich nochmal angucken. Ich habe es nicht ganz verstanden gerade, was da passiert ist. Können wir den? Oh dear, be dear. Den Göttern sei Dank für diese brusthohen Mauern. Jünger Meurus. Ach so, er steht da und bettelt. Und dann? Göttern sei Dank für diese brusthohen Mauern. Das könnte halt ich sein. Das könnte halt eins zu eins ich sein. Oh, nochmal ein BOTW-Clip. Wir gehen mal direkt in das Lanze über. Hä? Das ist ja ein crazy Bug, hab ich auch noch nie gesehen. Ich hab eh kein Zeitgefühl mehr, alles weg. So. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Nee! Nee! Als ob ihr Stream in dem Moment abgestürzt ist. Nee, oder? Das ist das Bild, wenn der Stream abstürzt. Alter, sind da gute Clips dabei heute? Ey, die sind ja mega. Alter, was für ein Zufall. What the fuck? Stark. Strong, der Clip. Richtig cool. Aber F an Sie, ne, dass der Stream abgestürzt ist in dem Moment. Oh Gott. Hey, das ist bei 700 Stunden BOTW noch nie passiert. Kann mal vorkommen, ne? Ich weiß es nicht. Wahoo nutzt diese Bugs die ganze Zeit aus. Deswegen ist er auch so gut im Speedrun. Das ist Gamer-Porn. Sie hat Spaß mit ihrer Tastatur. Ich glaube, das muss ich auch mal machen. Ich steck's mir direkt hin. Nein, mach ich nicht. Beruhigen wir uns alle wieder. Aber es ist eine schöne Tastatur. Oh, fuck. Oh, Fall Guys. Ruhig, Franzi. Ruhig, Blut. Ruhig, Franzi. Zu ruhig, Blut, aber ruhig, Blut. Ruhig, Blut. Ja, ja? Ruhig, Blut. Ja, komm, du schaffst es. Ich belief an dich. Nein! Fuck. Mann, da fieber ich immer mit, weil mir das auch mal passiert. Entschuldigung, wollte nicht so rumschreien. Aber bei dem hier können wir das machen und damit ist das hier dann auch komplett hart. So, also komplett schwingbar.
Den habe ich schon bei Clippy gesehen im Stream. Was ist das für ein Fail, Mann? Das ist komplett hart. Da passiert gar nichts. Der ist gut, der ist gut. Habe ich schon gesehen, auf dem Kanal. Ne? Vielleicht raiden wir auch heute mal wieder hin, ich weiß es nicht. Da, der reactet ja auch immer, on Stream schaut er sich ja die Clips nochmal an und bewertet die da. Und da kam der schon dran. Richtig nice, habe ich schon gesehen. Sehr gut. Sagte sie. Damit habe ich ja null. Introducing the Ribbon Wrap. Nein. Oh Gott. Ist nicht dein Ernst, Alter. Belastend. Das passiert mir schon wieder. Es ist nicht dein Ernst. Oh, ist das belastend. Ja, das war zu weit. Schatz. War zu wenig. Ja, ja. Und? Ja. Oh, Felix. Alter, nee, hier darf ich weiterspielen. Was ist denn das für ein Scheiß? Nee. Als ob. Ich würde das so feiern, wenn du wieder auf diesem Blatt landest. Och, ist das assi. Wenn der Ball wirklich auf dem Blatt landet, ist das assi. Oh. Oha. Oha. Oh mein Gott, ich habe nichts gesehen. Oha, stark. Oh nein, da kommt ein Jumpscare, oder? Da bin sogar ich ein bisschen erschrocken gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das für ein Face? Okay, das Face ist eine 10 von 10. Ich glaube sogar, diese ganzen Erschrecker, die sind eigentlich ein bisschen ausgelutscht. Aber das ist richtig gut, Mann. Der ist echt geil. Stark, Mann. Also das müsste eigentlich einer richtig schön photoshoppen, ne? Und out of context setzen. Das wäre richtig cool. Geil, fühle ich. Die Doni. Habe ich schon oft gehört, den Namen. Muss ich mal im Stream vorbeigucken. Übel gut. Das ist richtig gut. Wenn ich mal Jumpscares von dir schneide, dann mache ich das auch so. Es gibt so viele von mir eigentlich, ne? Aber ich bin ehrlich, ne? Jumpscares gibt's wirklich wie Sand am Meer. Das ist gefühlt wirklich jeder zweite Clip auf Twitch entsteht durch einen Jumpscare. Und ganz selten ist was dabei, wo man sagt, okay, das ist wirklich gut, ne? Und dann muss halt wirklich so ein Gesichtsausdruck zustande kommen. Das ist stark. Sie hat eine coole Gesichtsgymnastik hier gemacht, ne? Geil. Fühl ich. Aber ich wäre auch erschrocken. Ich wäre auch so erschrocken. A. Es ist kein First Person. Point and Click. B. Jump and Run. C. Rollenspiel. Jump and Run. Falsch! Okay. Wie heißt das Spiel nochmal? The Adventure of Robin Hood. Das ist ein Rollenspiel. Falsch! Es ist ein Jump and Run. Nein! Falsch! Point and Click war Ich muss nochmal. Kann mir das mal einer erklären? Ich hab's nicht ganz verstanden gerade. Habt ihr es gerade verstanden? War es jetzt ein Rollenspiel? War es ein Jump'n'Run? Oder was war es jetzt? Der von Kitten war damals stark dreimal hintereinander und beim letzten noch im Stuhl geflogen. Eine der besten Clips des Jahres, muss ich mal angucken. Es gab nur noch eine Antwortmöglichkeit. Ach so! Und Point and Click gab's noch, stimmt! Oh, und das hat. Oh mein Gott! Okay, dann sind sie alle einfach nur übertrieben lost, ne? Sie hat die erste Antwort Öl. Oh, okay, dann habe ich ihn verstanden. Okay, passt. Gut, easy. Ihr seht, ich wäre genauso lost gewesen. Perfekt. Mal Dress-Up-Darling schauen. Weil der Anime wurde mir auch von allen empfohlen. Den muss ich erstmal noch schauen. Und dann muss ich noch die zweite. Perfekt. Oh. Mein Eis. Ich kann's verstehen. Ich würde mich genauso schlecht fühlen. Problem ist, also wenn man das mehr reinschaufelt, desto verbrennt es, aber... Oh, ja. Oh mein Gott! Ein absoluter Hack. Alter, war das wild! Das war ja richtig stark, Mann! Yo, das war ja richtig wild! Wie sie einfach... Oh mein Gott, einfach Superman. Stark. Richtig gut. Nice. Mirat wollte Essewut bekommen, Schweinerei. Oh mein Gott. Perfekt. Wie meine Wandpaneele. Haben wir das hier? Das haben wir bestimmt hier irgendwo, ne? Wie
Wie ist denn dein erstes Mal hängen, Martini? Ich bin sehr froh, dass ich gemacht habe. Ach Gott, oh nein, jetzt check ich's erst. Ich war sehr entspannt. Ich helf dir mal. Es war einfach mega entspannt. Ah, darum lieben wir eigentlich Gronkh, ne? Weil er einfach so entspannt ist, weil er so ein lässiger Typ ist einfach. Der nimmt sich aber auch nicht so ernst. Ich liebe Gronkh. Gronkh ist einfach so ein geiler Typ, ehrlich. Richtig strong. Alter, willst du mich komplett? Das war meins. Nochmal. Alter, willst du mich komplett? Ach, er hat das Item weggenommen und gefressen. Och, wie belastend. Wie belastend. Hey, Jen, was geht ab? Hier ist Energy. Und Annie. Jen, die... Ist das nicht der, der auf Nacho auch diesen Song gemacht hat? Der hört sich so an. Der Song ist für dich. Du bist ein Kerl. Du bist so süß. Ich ess dich gleich weg. Du geiles Gebäck, wie ein türkischer Kuchen, den muss ich versuchen. Lecker. Oh Jen, Jen, ich brenn, brenn. Lassen wir das brennen und holen uns die Weltherrschaft. Alter, das ist halt wild. Jen, hier ist Annie, komm mal vorbei, du cutest Bunny. Hey, bist keine billige Kopie, ich hab ne Milchbaumprobie. Da kriegt direkt die Laktoseallergie und ich frag mich, boah, stark. Wie kannst du nur so schön sein, Baby? Oha, Annie hat halt auch eine richtig schöne Stimme, ne? Aber die hat ja auch ein paar Songs rausgebracht. Krass, Mann. Das ist halt echt wild, ne? Krasse Stimme. Und er ist heftig, wie der das macht, ne? Viel zu viel Autotune. Kann ich nicht beurteilen. Bin kein Sänger oder so, ne? Aber es klingt halt trotzdem cool, ne? Irgendwie. Schon stark. Ich glaube, der haut das auch ziemlich schnell raus. Ja, natürlich singe ich besser, Nate. Aber ich denke mal, ich kann das schon ein bisschen beurteilen, ne? Komm mal vorbei, du cutest Bunny. Ey, bist keine billige Kopie. Ich hab ne Milchbaum. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass du ne Milchbaumphobie hast. Sonst hätte ich nämlich auch einen Song gekriegt. Aber du hast einfach schon gedrückt. Juli! Juli! Nein! Oh mein Gott. Also das war Absicht. Nein. Meins war ein Joke, nein. Aber komplett ist drauf. Besser als eine Katze, würde ich sagen, oder? Leute, kennt ihr noch die Steigerung zu balkenförmige Signalstärkenanzeige? Ich werde es unter die nächste Tät... Ach, dieses Ding, ey. Diesen Sound, ey. Das ist nur nervig. Das ist nur nervig, ohne Scheiß. CG-Folge kommentieren. Japanisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Japanisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Japanisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Wow. Ja, geil. Was ist das? Schwarze Dame. Melody, eine Fliege für den... Rayquaza mit Monokel und Zylinder sowie eine Fliege im Hals. Also erstmal, die Rechtschreibung ist eine 10 von 10. Und, also, das ist akkurat, oder? Die Beschreibung passt irgendwie. Wer Rayquaza kennt, wird sie kennen. Guten Abend, Kamikaz, moin. Hals und keine Schmeißfliege. Ich habe ein Kind getreten. Zu ihrer Verteidigung, wenn das Kind älter war als 4, war es größer als sie. Hä, kam das nicht letzte Woche schon? Das kam doch letzte Woche schon, bin ich jetzt doof? Hab ich doch schon gesehen von Lilimon. Warte mal, ich bin jetzt auch nur 2 Zentimeter oder so größer als Lilly. Ja, das waren... Wie bitte? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Gar nichts. Da kann das Kind auch 5 sein? Wirklich? Oh, aber no front. Hä? Schloss Kitten? So, wie groß ist sie? Und wie groß ist Lilimon? Also ich glaube, sie sind beide ein bisschen kleiner. Ich bin auch nicht gerade der Riese. Aber full front. Kleiner Pischer.
mach einen Trick, ich kann die Augenbrauen wechseln. Sympathisch. Welle. Ohne Kontext ist es cringe, mit Kontext ist es auch cringe, aber vielleicht seht ihr die Welle, ja. Oh. Habt ihr es gesehen? Erinnert mich an The Rock, der macht das auch. Was? Was? Wait. Moment. Was hat sie eigentlich... Moment. Muss ich nochmal ganz kurz gucken. Habt ihr es gesehen? Also was? Ein Wort? Ein Wort mit vier Buchstaben? Oh mein Gott, ich habe so lange kein Scribble mehr gespielt. Aber es war immer cool, ne? Aber was hat sie da jetzt reingetippt? Ui. Baum. Oha! Einfach predicted Baum. Okay, klar. Das, es gibt halt nicht viele Wörter, ne? Mit vier Buchstaben. Aber so Bam, Baum, Auto. Es gibt so... Doch, es gibt vieles, ne? Gibt schon vieles. Ist stark. Gut predicted. Stark. Aber ist halt super einfach, Baum, ne? Karl. Nächstes Mal schreibe ich Karl rein. Wenn ich ein Wort mit vier Buchstaben sehe, ich schreibe Karl rein. Und wenn es dann nicht richtig ist, dann... Sack. Ach, hört auf. Was? Was? Ich gebe immer dasselbe Wort am Anfang ein und dieses Mal ist es... Geil. Trick 17. Irgendwann hat man Glück. Und wir raiden jetzt mal L-Maus, weil der Typ hat es absolut verdient. Der raidet mich 100 Mal und ich ihn noch nicht, also raiden wir ihn. Mal, der Windows X... Ah, nee, das ist das Overlay. Wie cool ist denn das? Sieht einfach aus wie Windows XP. Das ist cool. Nice. Bonk. Nachtstream, nachtfrische Stream. Ich kann nicht mehr. Ich bin so fucking... Maus! Maus, nein! Maus! Maus, was machst du denn? Man kennt's. Man will jemanden raiden und dann raidet der dich in dem Moment. Hatten wir auch schon 2-3 Mal. Na Junge, treffen muss gelernt sein, hä? Scheiße. Typisch gejinxt, ne? Einfach gejinxt. Nichts sagen. Ich danke euch für den krassen Support. Ich bin sprachlos. Ich bin beeindruckt. Ich bin so undankbar glücklich. Digga, was? Ich bin so undankbar glücklich. Imagine einfach undankbar glücklich sein. Das ist ein geiler Versprecher. Stark. Stark. Ich bin so undankbar glücklich. Nice. Das ist nicht fair. Ich höre keine Nachrichten. Nichts Aktuelles. Scheiße, ich esse gerade Buntstift. Ich habe den Deckel nicht drauf. Oh, scheiße, ich habe gerade einen... Oh nein. Digga. Oh, warte, wie hat Matti vorhin gemeint? Sie steht drauf, wenn er gut aussieht und dumm ist. Ey, war ein Spaß, ne? War nicht böse gemeint. Aber schon extrem lost, ne? Wieso ist sie mit zwei Buntstiften? Was ist denn los? Oh, mein Gott. Ja, Gronkh. Mensch. Das ist traurig. Ach gut, der Sound Alert. Auf Let's Plays gucke ich denn jetzt auf YouTube. YouTube. Oh, bitte ein Händchen halten. Oh, was tust du da? Leg an den Bubis, Daddy! Frech! Frech! Hey! Leg das Toast weg und pack mal richtig an! Honoke, Hallöchen. Ich war gestern in der Sonne. Ich habe einen Sonnenbrand. Das ist nicht braun. Da, das geht wieder weg. Oh mein Gott, ihr Waldes. Drauf rummalen kannst du. Fühle ich absolut. Wisst ihr noch am Sonntag? Mein Sonnenbrand? Ich habe einmal auf meine Stirn gedrückt. Original, du konntest auf der Stirn malen, ne? Wild. Das ist so unangenehm. Unangenehm einfach. Im Gesicht hat sie auch ein bisschen ein, kann das sein? Das ist schon. Und. Respekt, dass man sich dann vor die Kamera noch sitzt. Also wirklich ernsthaft jetzt. Es sieht halt einfach doof aus, ein Sonnenbrand. Wobei, bei ihr ist es nicht so schlimm, finde ich, aber belastend. So ein Smiley malen. Schau mal, wie lange sie noch online sein muss. Ich weiß, Karl, die macht auch einen Sabaton, ne? Das ist richtig krass. Die ist schon über 70 Tage live. Ich finde das krass. Ich frage mich vor allem, wie sie das managt, ne? Wie kann man das managen? Also die muss sich ja Auszeit nehmen und sagen, okay, da und da mache ich jetzt eine Pause oder bin mal nicht da und so. Also funktioniert ja nicht anders, oder? Schon für 3 Monate, aber das ist ja ein ganz krasses Ding, oder? Ist ja richtig krass. Ich könnte das nicht, ich könnte das echt nicht. Das ist zu heftig. Also du musst ja irgendwo noch ein Leben führen, ne? Du hast ja auch vielleicht auch Bekannte, Verwandte oder, keine Ahnung, Freunde,
Die nimmt sich hundertprozentig Auszeiten. Müsste ich mal reingucken, ne? Aber 230 Stunden, holy shit, ist das krank. Madison Kickstarter Supporter-Namen waren das. Ah, das waren... Ah, jetzt verstehe ich das. Nice. Das war auf dem Grabstein vorne, vorhin, ihr sage. Nice. Indire sagt sie, schau mir da hin. Nein, das meint sie nicht. Nee, nee. Sie ist nicht so eine. Nee, ist auch echt nicht. Wirklich. Wer hat schon Bekannte und Freunde? Stimmt auch wieder. Dann kann man auch einen Sabaton auf Lebenszeit machen. Scheiß drauf. Da, da, da. Tada! Try, aber nice try. Aber richtig. Ich dachte, die Sage zieht nur rum. Na, wie soll ich die Ecken so checken gerade? Oh, Gatzi! Was ist denn Feini? Meinte, das geht so gut? Ja, wir haben teilweise genug Geld. Ich das vielleicht einfach so hier spielen dann, oder? Katze denkt sich einfach nur, verpiss dich. Streiche mich, aber tu die Maus weg. Weiß ich nicht. Nein! Oh, Layers of 4-2, auch ein wildes Spiel. Ich weiß, wo es lang geht. Okay, du bist der Gur-Ordinator. Warum ist das gerade so passend? Gehört zum Spiel, gehört alles zum Spiel. Ne, ernsthaft, fühle ich null solcher Alerts, ne? Nicht böse gemeint, aber das finde ich manchmal echt zu krass. Also ich bin eher so der Typ, ich mag eher ein bisschen die dezenteren Alerts, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, wenn so übel krass was abgeht in so einem Alert, das bringt einen auch komplett aus dem Spiel raus und so. Weiß nicht. Es war schon lustig jetzt und so, aber es gibt Situationen, wo ich das total nervig finde. Ah, nicht böse gemeint, war schon lustig jetzt, ne? Nicht falsch verstehen. Wie will man eigentlich hier rausfliegen? Das habe ich immer noch nicht. Oh mein Gott, er jinxt. Er macht's wie ich. Er macht's wie ich. Er fliegt sowas zum Raus. Es war so klar. Ah, das kann nicht sein! Wieso springt er nicht drüben? Wisst ihr, was mich jetzt schon stört an diesem Scheißherd? Guckt, wie viele Sticker das sind. Kann man das nicht bedrucken, Lego? Kann man das nicht bedrucken? Verfluchte Scheiße! Warum müssen das Sticker sein? Ja. Lego macht Lego-Sachen. Also ist die Feier, finde ich, großartig. Ey, und dann kommt, weißt du, dann ist das Ende dieses Films und Smaug fliegt so über die Stadt und du siehst ihn so kommen und er ist so, I will show you fire. Und du denkst, ziemlich akkurat, war aber eine geile Szene aus dem Film. Habe ich maximal gefühlt, das war so krass. Also das war der Cliffhanger aus dem ersten Film, der Hobbit, als Smaug der Drache, auch im Deutschen, die deutsche Synchro ist einfach krass, ne? Wo dann Smaug sagt, ich bin Feuer. Heftig, so heftig. Ich bin... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh Gott, die Stadt geht unter! Cut. I see fire. Und da kommt Ed Sheeran, stimmt. Stimmt, er hat recht, ne? Ah, der Song war geil von Ed Sheeran. On the mountain. Was ist das denn? Ist halt wirklich so ein klassisches Beispiel für... Der Hauge, muss ich mal reingucken. Er hat einen coolen Humor, mag ich sowas. Der hat einen coolen Humor. Hab letztens Playmobil aufbauen müssen, hab bestimmt 30 Minuten nur mit Bekleben zugebracht. Ja, das ist aber normal heute, ne? Ist halt teurer, das zu bedrucken. Ist viel teurer, das zu bedrucken. Deswegen macht das Lego auch so, dass sie das einfach... Guckt einfach, Held der Steine. Held der Steine auf YouTube, der erklärt das alles, das ist ganz krass, ne? Hauge ist ein saucooler Typ, kennst du ihn? Es ist schon lustig, ne? Hat einen coolen Humor, gefällt mir. Einfach nur diesen Typen genommen, weil der halt berühmt ist. Er schon wieder? Was tut er bitte? Nee, das geht doch, oder? Das geht doch. Hallo, ich habe 41 Gummipenisse im Mund gehabt, ja? 41? Ich zeig sie, Moment. So. Und der kann mir erzählen, was er will. Oder 43, wir haben einen Command dafür. Gib mal irgendeiner den Command ein. Hallo, was ist dieser Lolli schon, wenn man 43
von diesen Lümmeln in seinem Mund hatte. Wenn es davon noch einen Clip geben würde. Es müsste eigentlich noch einen geben. Müssen wir den einschicken? Ich weiß es nicht. Das ist eine Leistung. Ich habe sie alleine wieder rausgezogen. Wäre noch nicht mehr schön. Aber ich verstehe ihn schon, ich verstehe ihn, ne? Ich kann ihn verstehen. Bumblebee, guten Abend, mein Lieber. Die sind übrigens in meiner Schublade, weil ich irgendwann meinen Rekord noch knacken will, ne? Mit der Wiederholung. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Kommt irgendwann. Die kannst du einzeln rausnehmen. Ne, ich habe sie auch einmal rausgespuckt, ne? Der wohnt in Tokio, das ist Zweitverschiebung bei ihm. Ah, der wohnt in Tokio? Nee. Achso, der andere von vorhin. Ah, okay. Wie lautet der Command? Ich weiß nicht ganz genau. Ich bin mir nicht sicher, das wissen wahrscheinlich nur Chloin und Lisa. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht, wenn wir es nachher noch rausfinden, können wir es nochmal sagen. Vielleicht findet es einer raus, ne? Langsam. Hast du gesehen? Wusstet ihr? Okay, er hat ihn lange drin gehabt, auf jeden Fall. Da kann auch mal was rauskommen. Also. Das Monster Energy, dass dieses Symbol, ne, dass dieses Symbol hier, das ist gar kein M oder so eine Kralle, die das gemacht haben soll, ne, sondern wenn ihr das rechte Auge zumacht, ne, und eure Lippen so macht und dann über den Spiegel hier drauf schaut, ne, dass dann steht, Buddhisten sind Faschisten. Einfach. Wusstet ihr das? Nee, wusstet ihr nicht? Habt ihr jetzt wieder was gelernt, einfach, ne? So, und deswegen, ne, manchmal nicht mit offenen Augen durchs Leben laufen, sondern manchmal auch ein Auge zumachen. Und den Mund so. Was? Kannst du nochmal, ich bin's? Okay, das, okay. Sagen und damit doof weitermachen, weil das wäre wahr? Wie viele Böse leben noch? Doof! Fein! Ich bin fein! Das bin ich, ja! Das bin ich, ja! Oh, wenn Blauli jetzt alles, was ich sage, nachredet, dann wird das lustig. Oh, wenn Blauli jetzt alles, was ich sage, nachredet, dann wird das lustig. Jetzt frage ich mich, wie lange ich das falten könnte, weil wenn ich jetzt die gesamte Zeit überreden würde und das schnell machen würde, dann könntest du gar nicht sagen, was ich gerade eben gesagt habe, weil du es nicht nachlassen kannst in dem Moment, was ich gesagt habe, weil du dich dran erinnern kannst, was ich gesagt habe. Verstehst du, was ich meine? Nein. Ich mag seine Stimme, die ist lustig. Und er kann einfach Double Time. Stark. Schlong, da ist es. 43 habe ich von den Dingern im Mund gehabt. Das nenne ich mal eine richtige Sache, ne? Stark. Ja, er hat eine coole Synchro-Stimme. Finde ich lustig. Gott, blablabla, ich wollte Horn abkämpfen. Geil. Die falsche. Tschüss. Ja, hack die Kopf ab. Wunderbar. Das animiert ist. Ich lieb's sehr. Ja, hack's Bein ab. Das brauche ich nicht, ich bin überbewertet. Was ist das für ein Spiel? Auch mal so im Radio oder sowas arbeiten. Die Leute sagen immer, ich habe voll das tolle Gesicht fürs Radio. Oh Gott, ich glaube, da hat Alexa was falsch verstanden. Ich weiß, also... tolles Gesicht fürs Radio. So. Ich glaube, mein Gesicht ist auch gut fürs Radio. Ich hoffe, euch gefällt meine Stimme, denn mein Gesicht ist nicht schön genug für einen Stream. Nee. Kann man ja nichts sagen. Ist ja kein hässlicher, Himmels Willen. Kev, du hast auch ein tolles Gesicht fürs Radio, dankeschön. Da musst du im Stream mitspielen. Ich glaube, da sehe ich mich drin, ne? Ich habe auch ein Radiogesicht. Ich habe. Hey, sagt jetzt nicht, dass ich ein Radiogesicht habe, okay? Ich hab vorhin schon gesagt, dass ich nicht der Hübscheste bin, okay? Macht mich jetzt nicht auch noch fertig hier. Aoife's Core. Hab ich auch schon gesehen, den Clip. Das ist das Schöne an einem Greenscreen. Und immer schön trinken, Leute. Die macht's richtig. Bin ich jetzt eine Dumb Bitch? Oh mein Gott. Oh Gott. Bin ich jetzt eine Dumb Bitch, weil das da drauf... Oh mein Gott. Mal gucken. Okay. Seitdem ich meine Mandel-OP hatte, kann ich gewisse Geräusche nicht mehr machen.
Okay, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Nee, da, man muss ein bisschen so das Ganze, das Gluckern muss man so im Hals hinkriegen. Ah, sie hat recht, man braucht Mandeln, oder? Nein, das geht nicht, ich kann das nicht. Nee. Hat sich inspirieren lassen, meinst du, Clippy hat das selber gemacht? Aber ist lustig, ist cool. Sie hört sich halt echt an wie Chewbacca, ne? Bruder, du schneidest deine Haare selber. Du bist einfach zu geil. Danke, Bumblebee. Ja, ich schneide die selber. Ich schneide meine Haare selber, tatsächlich. Das ist echt so, ne? Gestern wieder. Deswegen, ich habe mich extra frisch gemacht für die Folge Twitch Lips Germany. Ich hoffe, das wird auch gewürdigt. Okay. Nein, er hat sich in dem Moment im Klo versteckt. Uff. Kann leider nicht viel anfangen mit dem Spiel. DBD habe ich nie richtig gespielt, ne? Aber stark, stark. Und er ist einfach hinten vorbeigeschlichen. Stark. Als wenn er auf dem Wellensittich tritt, klingt das bei dir... ja, es kann natürlich auch sein. Ich kann mich auch wie ein Wellensittich anhören. KDR Kitten, warte mal. Den habe ich auch bei ihm im Stream gesehen. Warte mal, jetzt muss ich auch mal gucken. Ist das jetzt aber nicht der mit dem Blubbern, oder? Ey, wenn das jetzt der Clip mit dem Blubbern ist, dann bin ich echt... Das wäre wild, weil den haben alle ziemlich schlecht gevotet im Stream, weiß ich noch. Der war ziemlich schlecht gevotet. Ich glaube, vielen war das einfach zu billig. Ich bin mal gespannt, ob es das ist. Vielleicht ist es auch ein anderer. 10 Gifted Subs. Für die 10 Gifted Subs blubber ich dir einen, okay? Es ist der. Es ist der Clip. Oh mein Gott. Er hat ja irgendwo recht. Er hat ja irgendwo recht. Das ist halt super dumm. Und ist schon wieder so dumm, guckt es euch einfach an, das ist... Aber irgendwo ist es halt auch so, ja, weiß auch nicht, muss das sein? Ich finde es schon wieder zu cringe fast, ne? Gifted Subs, für die 10 also okay. Gifted Subs blubber ich dir einen, okay? Bitteschön. Ja gut, dieses am Schluss ist schon lustig irgendwo, ne? Aber das hat bei mir verdient, also das hat bei mir ein... verdient. Hey Mimi, moin! Ich husche jetzt aufs Klo und wehe, es kommt wieder ein Raid rein, während ich auf Klo bin. Dann schreie ich. Mann, da hätte was Gutes danach hingepasst von mir, wo ich auf dem Klo war und der Raid kam, aber es war gejinxt, aber sowas von. Ey, jetzt mal ernsthaft, wenn da der Clip gekommen wäre, wo ich auf dem Klo war und mein Mikrofon an war, das war ja auch, weil der Raid kam, ne? Das hätte auch gut gepasst. Das wäre auch gut gewesen. Leider dein ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, man kann nicht jede Woche da drin sein. Also ich war jetzt ein paar Mal drin, aber um Himmels Willen, ist doch nicht schlimm, ne? Hallo? Ich meine, im Endeffekt, ne, sind ja auch viel, also man sieht es jetzt wieder, es sind so viele gute Clips dabei. Man muss dem Clip ja auch einfach eins sagen, ne, der muss sich zwischen so vielen guten Clips entscheiden. Ist, glaube ich, nicht so einfach, da einfach mal 25 Minuten rauszuballern und wirklich nur gute Clips zu finden. Oder halt, ja, es ist schwierig, aber es sind halt viele gute dabei einfach, ne? Pouncy ist der Spotter, der muss mit. Ja, true. Ich hoffe, es ist nicht durch deinen Arsch durch. Nein. Ich habe mich nur nach hinten gelehnt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das ist der Albtraum. Das ist so ein Albtraum, finde ich. Ohne Scheiß. Ich habe da immer ein bisschen Angst, dass das bei mir auch passiert. Und deswegen habe ich mir einen richtig teuren Stuhl gekauft, ne? Und ich bin fett. Und sie nicht. Da sieht man mal, wer den besseren Stuhl hat. Luna Peruna. Ja. Ach du Wild. Scheiße. Oh, ich hab Angst, ne? Ich hab Angst. Rein damit, komm! Hä? Was tut sie? Was war denn das?
Franzumen zu Österreich, Wien? Wo ist denn Österreich? Ich dachte Rumänien zumen. Nein. Ah. Wo ist Österreich, ja, Ellie? Digga, warte, sie weiß nicht, wo Österreich ist. Sie weiß nicht, wo Österreich ist. Sie sieht's nicht, weil Austria da steht. Wenn die, oh mein Gott, wir hatten vorhin den mit den 16 Bundesländern, wie wenn sie jetzt Austria nicht erkennt. Ey Leute, dann zweifle ich wirklich an. Oh mein Gott. Geometrie einfach 1 plus. Wahrscheinlich Geometrie. Oh. Ja, sie wird wahrscheinlich denken, das ist Australien. Ich weiß es nicht. Es ist nur ein Ballon, ist weich. Kannst du ganz easy aufblasen. Was? Büro schon geholt. Felix, du kleiner Rentner. Ich zieh meinen Chef schon im Aus. Wenn das ihr Chef sieht. Guter Versprecher. Auf, nicht aus. Eigentlich ist es ein richtig geiler Versprecher. Ich zieh mein Chef aus. Eigentlich ist er richtig gut. Aber der muss erstmal ganz kurz wirken. Das ist es. Der muss bei mir gerade wirken. Kein Angst, Pippi hier, Schalkes. Kein Angst. Nein! Du Arschloch! Oh. Deswegen hast du gerade so geguckt! Du Arschloch! Dark Souls 2. Deswegen hab ich gerade Na, du musst doch aber selber gucken! Hä, sie war doch schon mal drin. Sie war doch schon mal drin gerade, ja? Aber Dark Souls ist fies, deswegen spiele ich das nicht. Apfel, Orange, Träubchen ist da hinten. Apfel, Orange, Träubchen, Banane, Kirche. Okay, guck mal, das ist auch ein Weihnachtsmann! Ich glaube, das ist die richtige Plattform. Sag mal, was ist der? Sag mal! Das ist der Vogel da im Hintergrund. Was ist mit dem los? Bin das ich? Oh mein Gott, wenn der Vogel jetzt noch geschissen hätte, dann wär's ein 10 von 10 Clip gewesen. Guten Morgen, auch gleich wieder. Tschüss, bin... Was? Blowjob 66... Was? Was? Was steht da? Guten Morgen. Und auch gleich wieder. Tschö, mit BJ66 lege ich nun... In zum Baujahr 66, Blowjob 66. Okay, da hat jemand sehr versaute Gedanken auf jeden Fall. Was ist BJ66? Ach so, Baujahr, es tut mir so leid. Oh mein Gott, es tut mir leid. Stark. Oh, Nini. Oh, was? Ich wollte gerade sagen, oh Nini, freue mich voll. Ein Dinosaurier-Schrei, perfekt. Abonniert Twitch Tips Germany. Ja, ich glaube, da hat sie recht. Stark, 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 stark. Boah, das war eine coole Folge. Die war besser als die letzte Woche noch, finde ich. Die war richtig, richtig nice. Stark, 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 stark. Twitch Clips Germany. Leute, lasst Liebe da auf diesem Video. Da poste ich es nochmal in Chat für euch. Könnt ihr vielleicht auch nochmal einen kleinen Daumen nach oben da lassen. Oh, wild, wild. Echt krass. Da waren so viele gute Videos dabei. Also da waren wirklich mega viele gute Clips dabei. Dieses Mal. Absolut zufrieden. Ich fand sie stark. Ich fand sie stark. Gut. Nice. Dankeschön. Fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich zeige es euch jetzt auch nochmal ganz kurz, weil das ist ja der Twitch Clips Germany React Kanal. Oder React Twitch Clips Germany. Ich zeige es euch mal eben ganz kurz. Und da könnt ihr die Reactions sehen, der ganzen Streamer, wie ihr es gerade am Anfang auch schon gesagt habt. Zack, da habt ihr es. React Clips Germany. Da werdet ihr dieses Video wahrscheinlich jetzt gerade auch angucken. Lasst da gerne auch ein Abo da, ist immer ganz lustig, was auch die anderen Streamer sagen, vielleicht auch zu den Clips, wenn ich mal dabei bin, ich finde das immer ganz nice. Also, lasst gerne ein Abo dort da, ich schicke euch das Ganze auch nochmal ganz kurz hier in den Chat rein. Ist eigentlich wirklich immer sehr unterhaltsam. So, rein damit. Zack, okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wie auch immer. Tschüss YouTube.